Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, ich habe in der letzten Folge habe ich hier unseren Trailer entleert unser Gespann hier mit Drehscheibel und Co. Hat mir wieder ein bisschen Nerven gekostet, weil so ganz so fit war ich nicht. Mit Drehscheibel wäre ich schon nie werden, Drehscheibelfreund, daher. Let's go und weiter geht's. Geht's wieder auf zum Feld 12, den Rest abtanken und dann weiter dreschen. Komm, Fancy. Schickes 900er Monster. So. Nehmen wir gleich den Weg oder nehmen wir den nächsten? Ach, wir nehmen den Weg hier. So. Schnipsen wir hier rum. So, müssen wir gucken, wo wir Drescher geparkt haben. Den sehe ich jetzt noch nicht hier auf dem Feld. So, wo steht er denn jetzt hier? Wollen wir gucken, sind wir hier? Da oben. Nach da oben müssen wir. Gut. Wissen wir Bescheid. So, ich habe in der letzten Folge euch eine kleine Fehlinformation gegeben, die ich aus der selber erlegen bin. Wie ich im Stream am Donnerstag bei Snooki Snoo erfahren habe, müssen wir trotzdem ein neues Save Game anfangen, wenn wir auf die 1.0.2 wechseln. Das heißt wieder ein bisschen Vorbereitung und Pipapo. Ich versuche soweit vorzubereiten, wie es geht, wieder alles, dass wir zeitnah umsatteln können. Denn am Freitag soll ja oder sollte. Ja, das Update kommen. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht draußen. Bei mir ist es Freitag 9 Uhr. Da ist das Update noch nicht da. Also daher weiß ich noch nicht, wann es kommt und wie weit wir mit dem Herrichten sind. Daher müssen wir gucken, ob wir Montag schon auf der neuen Version starten können oder erst ein bisschen später. Muss ich sehen. Aber kriegen wir hin. So. Werden wir hier weiter dreschen. Weil der Andi hat noch was geändert, weil gegenüber der 1.0.0.1 nicht bloß ein paar Bugfixes noch behoben, sondern auch noch bei der Heutrocknung das Überladen von Kammer 1 und Kammer 2, also von der Trockenkammer in die Lagerkammer. War vorher nicht drin, war jetzt mit eingebaut und dadurch ist wieder ein neues Safe Game erforderlich. Wenn ich es nicht nutzen will, könnte ich es auf dem Safe Game weiterspielen, aber ich würde doch schon gern alle Features der Map nutzen wollen. Daher müssen wir wieder ein bisschen was vorbereiten, dauert wieder 2-3 Stunden, bis ich alles hingebastelt habe, aber kriegen wir hin. Sobald die Version da ist, werde ich sie laden und herrichten und anfangen. Da müssen dann andere Arbeiten, die ich mir so vorgenommen habe, bleiben. Wie den Map-Rand bei der Bearbeiten von meiner selbst gefuschten Map. Dass wir bald einen Tag rausziehen, aber kriegen wir alles hin. So, aber jetzt trash marsch mal hier weiter und wir hoffen, dass wir das Feld relativ zügig runter bekommen.
So, in der dritten Runde sind wir jetzt schon. Was wollen wir mehr? Müssen wir gucken, ob ich. Mache ich das auch so weit die Mission, dass wir hier dann weiter dreschen können, wenn ich schaffe, den Safe Game umzutüdeln. So. Jetzt sind wir da unten im Zipfel. So ein Riesending, das Feld 12. Also ansehen würde ich das nie wollen. Weil ich kenne es von einigen YouTubern, die haben die Mission mit ansehen auf dem Feld gemacht. Die haben so einen schönen großen Schlepper davor gekriegt, den Quadtrick von Case. Aber die Seedhawk-Sämaschine. Und das ist. Ja, das ist ja ein Monster. Kann man nur so sagen, ein Monster. Eine Sämaschine. Anders kann ich das Teil nicht beschreiben, ein Monster. So, sind wir schon so weit, dass wir hier im scharfen Winkel fahren können. Schauen, ob ich schon mal überhaupt nichts hatte. In irgendeinem Let's Play, also im 17. definitiv noch nicht. Auf der Felsbrunn kann ich mich auch nicht dran erinnern, genauso wenig wie auf der Hasefeld. Und hier spielen wir noch nicht allzu lange und auf der Mühlen. Der Mühlendingsbums. Der Mühlenkreis Mittelland auch. Haben wir auch noch nicht angesehen. Da haben wir jetzt gerade die große Thrasher-Mission beendet mit dem kleinen Thrasher. Aber die Sämaschine ist ja bloß für das Feld geeignet, für die anderen Felder sagen wir, ist sie teilweise zu groß. Da lohnt sich eine Anschaffung deswegen nicht. Weil Feld 1 war immer hoch und immer runter, da war das Feld fertig. Und da hab ich eine halbe Map vom halben Feldrand besät. Daher unrentabel für mich. Da finde ich die von Horst, die 9 Meter Arbeitsbreite, finde ich auch ganz praktisch. Hat eine schöne Größe, ist aber nicht zu groß. Bum, 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 bum. So, Lilly. Schon 75% voll, geht der Razzifazzi. So, und gleich gehen wir die vierte Runde. Und bloß noch bis vorkommen. Aber wir nähern uns mühsam. Geschafft. Jetzt los.
Ja, beim nächsten Abtanken muss man ja einen Schluck trinken. Ist aber schon wieder eine Glut. Ich habe jetzt schon wieder 28,2 Grad hier im Zimmer. Fenster kann ich keine aufmachen, weil Straßenverkehr und halt noch in der Woche sind. Ich nehme mal ein bisschen mehr los auf den Straßen wie am Wochenende. Daher müssen wir jetzt durch. Der wird ein bisschen schwitzen und transpirieren. So, gucken wir mal, einen Anhänger das geparkt haben. Noch sehe ich es nicht, weder auf der Minimap noch auf so mit dem bloßen Auge. Da ich ja die Sichtweite ein bisschen runtergestellt habe, 6. FPS. Würde ich denken, sehen wir das auch schon auf der Minimap. Aber selbst da ist er noch nicht zu erkennen. So, sind wir gleich an der Ecke Schweinezucht. Aber ganz klar, wo wir ein bisschen hinkommen. Leider nicht. Aber ich sehe schon mal auf der Minimap. So. Jetzt drehen wir mal hier rum. Müssten wir alles schaffen, bequem mit unserem Drehschemel. Jawohl. Super. Da ist der Treasure. So, jetzt hier so rein. So, die tanken wir mal ab. Das wird alles reichen, um dort reinzupassen. Das wird ein Stück Vorfahrt, denke ich mal. So, Trocken heißt bekämpft. So, und der ist voll noch Stücke vor. Und so. So, und wieder einschalten. Und weiter geht's. Geht's in den Kringel da rein, wo wir fast die komplette Map umrunden, also das komplette Feld umrunden können. So. Die 4 sind wir jetzt. Mal Gebälle entschuldige ich. Ich weiß nicht, was wieder los ist. Hat mal Urlaub, kommt zur Ruhe, fängt der Körper an mit Spinnen. So habe ich aber meistens das Glück. Bei solchen Sachen. Geist, dass man im Urlaub hat und krank wird. Gut, man kriegt den Urlaub wieder zurück vom Krankenschein abgibt, aber hat man auch nichts vom Urlaub. Und zu lange frei ist auch doof. Hatte ich jetzt mal, es war 2017, glaube ich, war das, wo ich das Thema hatte. Da war ich krank und danach, wo ich den Urlaubszettel damals abgegeben hatte, war ja noch nie damit zu rechnen, dass ich da eine längere Zeit ausfalle. Das wurde Ende 2016 schön mein Urlaubschein abgegeben. Nach so schön im Februar Ferien kannst du mit deinem Sohnemann Ferien genießen, machst du da eine Woche Urlaub. Bis dann kam 2016 Weihnachten, dachte ich habe einen Hexenschuss der mörderischen Art,
geht zum Doc, aber es kommt noch ein Leistenbruch dazu. Gehe dann mich vorstellen im Krankenhaus, ja, zwecks OP und allem. Ja, machen wir Ende Januar, mal gut, passt. OP gelaufen, dann sagen die mir, naja, 3 Wochen können sie jetzt nichts machen. Gehe ich zum Hausarzt, sage ich hier, das und das mit dem ganzen Zeug vom OP, der schreibt mir gleich mal 3 Wochen krank. So, dann soll ich nochmal wiederkommen. Ich würde mich zwar nochmal 3 Wochen krank schreiben. Sag ich, nee, ich würde gerne wieder arbeiten. Sag, melde mich dann wieder gesund auf Arbeit. Ne, du hast eine Woche Urlaub. War ich 4 Wochen zu Hause, also bin die Decke auf den Kopf gefallen. Weil die ersten 14 Tage waren viel mit mir anzufangen, oder die erste Woche 14 Tage, weil die OP-Dinger, also die OP-Nähte noch frisch waren. Da war nicht so viel mit bewegen. Teilweise war es so, die ersten paar Tage hatte man nur noch ein paar Schmerzen. Ich habe Schmerztabletten gekriegt. Und mir war zwar ein endoskopischer Eingriff, aber trotzdem war es doch, waren es 3 Schnitte. Und die haben doch ein bisschen manchmal geziebt und gezwickt. Wie gesagt, ich große Schmerzen hatte, aber ich hatte da so ab und paar Mal Wehwehchen. Also war in der ersten Woche, 1,5 Wochen nicht viel los mit mir. Weil ich schwer heben durfte sowieso nie. Zwecks den OP-Nähten. Das darf man ja allgemein, wenn man eine OP hat, irgendwie körperliche Einstellung machen. Um den Körper A der Belastung der OP entgegenzuwirken. Weil so operationstechnischer Eingriff ist ja doch eine gewisse Belastung für den Körper. A, die Narkose, B, der ganze Heilungsprozess, der da hinten dran ansteht. Und dann haben wir 3 Wochen auf krank und dann noch 1 Woche Urlaub. Katastrophe. Ich sage, so viel zocken kann man gar nicht, wie man da Zeit hat. Wenn jetzt wäre es mal ganz recht manchmal, gerade wenn jetzt hätte ich zu tun durch den Mapper und alles. Habe ich zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nie gehabt, weil ich den Mapper nicht rangetraut. Ich habe mich erst so Mitte des LS17 an den GE rangetraut. Ich habe zwar ab und zu mal im GE gestöbert und geschnüffelt und geguckt, was das ist, aber Problem 1, das Ding war auf Englisch. Und mein Englisch unter aller Sau. Habe ich mir gedacht, da lagst du dich mal nicht dran. Lass es mal sein. Dann habe ich so ein paar kleine Tools gefunden bei YouTube und Co. Und habe so ein paar verschiedene Sachen gemacht. Aber durch Kleinigkeiten, dort mal was entfernt und da mal was gemacht. Da haben wir ein Stück Zaunsfeld weggemacht, damit die einfach ein bisschen größer ist für mich Noob, der mit gewissen Sachen nicht so klar kommt. Großen Anhänger, großen Schlepper, enge Einfahrt, ist nicht so meins. Große Geräte, wenig Platz. Nee, lass mal gut sein. Und das waren auch so meine einzigen Anfänge im GE. Dann habe ich so Ende LS17, also das letzte Viertel, hatte ich mir dann die Hof Bergmann ein bisschen umgebaut. Weil wenn ihr mal hinten die kennt, die Wiese hinterm Hof, vom 17er Hof Bergmann, die hatte ich mir eingezäunt. War eigentlich geplant, dass dort die Kühe drauf laufen lassen, aber ich habe das nie hinbekommen mit der Navmesh. War mir einfach zu mit dem Abstieg hinbekommen, dass die Kühe dann dort laufen. War mir einfach irgendwie zu hoch, das mit der Navmesh. Und da habe ich es ja nur gelassen. Das waren meine ersten Anfänge. Das war aber schon zum ziemlichen Ende zum LS17.
Dann habe ich schon bei der Hot-Online-Form ein bisschen was umgebastelt, zwar meist ein bisschen Kollision rausgenommen, das ist eigentlich ein Hex, was man da rausnehmen muss im GE, weil ich die Map nicht verschandeln wollte. Aber sonst dann so Ende LS17 hat sich nicht mehr gelohnt, hat sich bei mir der Gedanke geformt, ich könnte doch eigentlich mal, sind wir so viel MT, ich könnte eigentlich mal versuchen, eine Map zu bauen. Und dann kam mir überall die Meldung, LS19, ja, das Mappen und alles wird einfacher. Für ein Laien wie mich, Pustekuchen. Aber genug geschwafelt, wir sind nämlich schon wieder am Ende der Folge. Habe ich so viel geschwafelt und gequatscht. Habe ich das Folgenende sogar verpasst. Naja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jasu.